All diese Bausteine, ne? Das eine ganz hinten, die Antikörpertherapie, dann sehr wirksam die Impfung, die wir gehört haben, aber natürlich auch die Abstandsregeln und die Maskenregeln. Absolut. Und wir haben Frau Hai bei uns. Schönen guten Abend nach Potsdam. Sie haben eine Frage, ja, die das tägliche Leben mit der Corona-Pandemie eigentlich angeht. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und zwar, ich gehe ja immer zum Sport und wir sind auch alle zweimal geimpft. Und normalerweise gehe ich ja danach auch in die Sauna. Und nun bin ich mir überhaupt nicht sicher, tötet die Sauna eigentlich die Viren ab oder lässt man das lieber? Ah ja, also das ist eine sehr gute Frage, weil da sitzen ja viele Leute in einem engen Raum und meistens ohne Maske. Vollkommen richtig. Und man muss sagen, man darf sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Das, was Sie sagen, ich bin vollständig geimpft, wahrscheinlich alle anderen drumherum auch, nennt man ja 2G. Und das reicht heute bei der jetzigen Situation der Pandemie nicht aus. Man muss sich testen lassen. Und die letzte Sache ist natürlich die Sauna. Tötet die Viren nicht ab, sondern wir produzieren Aerosole, wir verbleiben dort und dann können diese Aerosole über Stunden dort in diesem Raum sein. Das Risiko dort ist hoch, deswegen macht es Sinn, das zurzeit in dieser Situation darauf zu verzichten. Wissen Sie, was ich eben richtig schön fand, dass Sie gesagt haben, zurzeit in dieser Situation. Das macht ja ein bisschen Hoffnung, dass wir irgendwann auch wieder ohne Maske in die Sauna gehen können. Das ist schön. Zu Risiken und Nebenwirkungen ignorieren Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt, Bankkaufmann oder die Zahnfee auf Bewährung.